Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute gibt es ein kleines News-Update. Viel Spaß beim Schauen. Trotz der Winterzeit, dem schlechten Wetter und dem Bärenmarkt gibt es täglich neue und teilweise auch sehr wichtige Informationen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren, dass du hier regelmäßig an die neuen Videos erinnert wirst, damit du hier immer up to date bist, weil manche Sachen sind natürlich mit Terminen. Nichtsdestotrotz schauen wir hier einmal auf den Bitcoin-Chart. Du siehst bei Aufnahme des Videos am Vorabend gegen 18 Uhr, dass dieser knapp vor 17.000 steht. Wenn wir hier mal auf den Chart schauen, dann siehst du, das Ganze ist hier regelmäßig ein Kampf zwischen 16.8 und dann sowas um die 17.3. Wir bewegen uns also hier in diesen 500 Dollar mal hoch, mal runter, kämpfen hier gegen den Widerstand, den wir hier aktuell haben, laut einigen Chartanalysten. Ich denke und hoffe, dass wir hier hoffentlich demnächst runterbrechen und somit hoffentlich irgendwo wieder in Richtung 15 oder sogar 14.000 gehen. Selbstverständlich ist das Ganze aber keine Anlageberatung und du musst natürlich immer selber entscheiden, wie du handeln möchtest. Ansonsten natürlich auch hier der Blick auf den Fear and Greed Index. Du siehst extreme Angst mit 25, trotz der ganzen Lockerungen in China und Co., wo natürlich hier gerade an den Börsen sehr viel Positives erwartet worden ist. Ist nicht wirklich viel passiert. Das Ganze also hier in der extremen Angst, da gehört das Ganze meiner Meinung nach auch hin. Erst gestern haben wir von Firmen gesprochen, die den Schritt ins Web 3.0 wagen und heute bin ich über den Artikel von BTC Echo gestoßen. BMW düst mit Vollgas ins Web 3. Wie machen die das Ganze? Die melden hier natürlich mehrere Patente ein, eben um die Marke zu schützen und auch natürlich das Logo im virtuellen Raum. Warum? Natürlich, dass man hier in Zukunft in den ganzen Metaverse-Projekten mit dabei sein kann. Du kannst dann möglicherweise in Zukunft hier Autos mieten, kaufen und möglicherweise natürlich auch verkaufen. Aber BMW ist da nicht alleine. In der Vergangenheit hat das Ganze schon Hyundai, Ford und Mercedes-Benz gemacht und Alfa Romeo geht sogar so weit, dass sie im nächsten Toenail-Modell oder wie auch immer das Ganze ausgesprochen wird, ein Feature einbauen möchten, das gegen den Tachobetrug helfen soll. Warum Tachobetrug? Wie du sicherlich weißt, kann man die ganzen Steuergeräte hacken und dann sagen, hey, wir haben viel weniger Kilometer gefahren, als du anzeigst und dann hast du eben hier möglicherweise ein Auto gekauft, was deutlich mehr gelaufen ist, als du eben denkst. Um dem Ganzen eben hier entgegenzuwirken, gibt es dann hoffentlich eine Möglichkeit, wo das Auto den Kilometerstand dann regelmäßig in die Blockchain festschreibt und dann kannst du zum Beispiel mit der Fahrgestellnummer hingehen und sagen, hey, wie viel Kilometer hat das Fahrzeug? Dann gibst du die Fahrgestellnummer zum Beispiel in irgendeinen Scanner ein und dann steht da laut der Blockchain so viel und so viel Kilometer und dann kannst du schauen, ob das Ganze passt oder ob du hier vielleicht an Betrüger geraten bist. Wie du siehst, eine sehr interessante Richtung. Das Ganze könnte natürlich hier dem einen oder anderen definitiv helfen. Dann gibt es noch Breaking News und zwar die Europäische Union schlug gerade vor, Regeln zur Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung im Kryptosektor vor. Das Problem natürlich hierbei ist, die wollen jetzt die Anbieter wie zum Beispiel Binance und Co. verpflichten, Vermögenswerte und Transaktionen von Kunden mit dem Wohnsitz in der EU melden zu lassen. Und somit geraten wir hier natürlich in eine totale Überwachung, kann man jetzt sagen, weil dann wirklich alles natürlich hier an die EU weitergeleitet wird. Auf der anderen Seite ist natürlich die Blockchain sowieso in gewissen Maßen transparent. Klar weiß man nicht, wer hinter der Adresse steckt, aber theoretisch kann man alles nachverfolgen und überprüfen. Wir müssen jetzt also einfach mal schauen, was uns in der Zukunft hier eben erwartet. Einerseits ist es natürlich wichtig und richtig, dass das Ganze reguliert wird, weil nur so findet es auch Anklang in der Bevölkerung und die Banken können einsteigen und das Ganze wird noch mehr ins Laufen gebracht. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht Sinn der Sache, dass hier jeder überprüft wird und alles kontrolliert wird. Da müssen wir einfach mal schauen, wie der Spagat da stattfindet. Aber so schlecht die Nachrichten auch sind, ich blicke da natürlich positiv in die Zukunft. Ansonsten gibt es natürlich noch ein paar weitere News, wie zum Beispiel hier Crypto.com, der Landsale. Das Datum steht bereit und zwar Early Access ist der 15. Dezember von 12 bis 13 Uhr UTC. Du siehst, du kannst das Ganze kaufen. Ich übersetze das Ganze mal auf Deutsch. Wir werden mit mehreren NFT-Projekten zusammenarbeiten, die wir für den Crypto.com Land The First Frontier Verkauf bewundern und jedem von ihnen 150 Whitelist-Plätze geben. Wenn sie Mitglied der folgenden Projekte sind, können wir es kaum erwarten, dass sie an unserem bisher größten Sprung ins Web 3 teilnehmen. Du siehst also, das Ganze richtet sich jetzt doch mehr an die Firmen, mit denen sie hier arbeiten. Das Ganze ist also natürlich abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Das Ganze ist ein Early Access. Wahrscheinlich wird es dann auch für die ganzen anderen ein Public Access geben, wo man natürlich auch das Ganze kaufen kann. Mich interessieren hier hauptsächlich mal die Preise. Wie groß ist ein Land? Was kannst du mit dem Land machen? Und natürlich, was kostet das Ganze? Ist das Ganze realistisch? Kann man sich das Ganze erlauben oder eher nicht? Das Ganze bleibt natürlich abzuwarten. Sobald es hier mehr Informationen gibt, dann kommt hier nochmal ein separates Video zu Crypto.com Land. Aber aktuell gibt es nicht wirklich viel zu erwähnen. Du siehst, die Informationen sind hier auch recht dürftig. Dementsprechend möchte ich da auch gar nicht weiter drauf rumreiten. Und dann werfen wir noch einen Blick eben hier zu Nexo. Zu Nexo gab es immer wieder irgendwelche Gerüchte, dass sie insolvent sind und Co. Und jetzt kommen sie hier mit der nächsten Lizenz.
Lizenz. Erst war es Italien, jetzt ist es Polen. Du siehst, Nexo ist gefühlt aktuell auf dem Vormarsch. Die holen sich überall alle Lizenzen, obwohl sie zuletzt erst angekündigt haben, dass sie vom USA-Markt zurücktreten müssen. Die haben dort die Probleme, das Ganze muss dort reguliert werden. Ich denke, sobald sie da wieder alles reguliert haben, vielleicht ihre Strafe dann bezahlt haben, dass sie dann auch dort wieder aktiv werden. Wenn nicht, meiner Meinung nach gar nicht so schlimm. Es ist natürlich auch schön, wenn wir eine schöne Börse aus der EU in der EU haben. Ob dann die Amis dort handeln können oder nicht, ist mir prinzipiell egal. Solange genug Kunden da sind, das Ganze funktioniert und läuft optimal. Falls du noch nicht Nexo nutzt, aber nutzen möchtest, findest du natürlich unten in der Videobeschreibung den Link. Dort erhältst du $30 in Form von Bitcoin, wenn du mindestens $100 für einen Monat auf Nexo hältst. Zu Nexo habe ich aber natürlich auch schon einige Videos gemacht. Da kannst du gerne mal vorbeischauen. Auch ein Video, wo ich sage, wie vertrauenswürdig das Ganze ist. Und weil es immer wieder Kritik hier gibt, ja, ich habe viele Assets abgezogen. Kleine Summen halte ich trotzdem. Ich nutze Nexo weiterhin und freue mich, dass es denen hier gut geht offensichtlich. Und sie scheinbar hier mit den ganzen Lizenzen ziemlich gut nach vorne vorankommen. Puh, in dem Sinne soll es für heute aber auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen und geholfen. Falls dem so ist, dann weißt du, was zu tun ist. Und dann sehen wir uns selbstverständlich spätestens morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last.